Hallo und herzlich willkommen. Eines der am häufigsten gebrauchten Worte der letzten Wochen ist garantiert das lateinische Wort Corona. Und zwar weltweit. Aber was bedeutet dieses lateinische Wort überhaupt? Ich schätze mal, bei den allermeisten ist der Lateinunterricht schon ein paar Jahre her. Also will ich das hier mal kurz erläutern, was das bedeutet, denn das ist echt interessant. Denn die meisten kennen, wenn überhaupt, nur die eine Bedeutung dieses lateinischen Wortes. Und zwar die Bedeutung aus der Poesie. Hier bedeutet das Krone, Diadem oder Ehrenkranz. Das Wort Corona hat aber in zwei Bereichen eine Bedeutung. Zum einen eben in der Poesie und zum anderen im Militär. Und da bedeutet das etwas ganz anderes. Denn wenn das für den militärischen Bereich verwendet wird, im Lateinischen, dann bedeutet das Belagerungsring, Truppenkette oder Einschließungslinie. Ich habe hier als Beispiel einmal den Belagerungsring der Türken 1683 um Wien aufgeführt. Auch der Ehrenkranz hatte im militärischen Bereich eine ganz andere Bedeutung, weil nämlich die Kriegsgefangenen, die dann als Sklaven verkauft wurden, auch einen Kranz tragen mussten. Aber als Zeichen der Unterjochung und der Verhöhnung, da hatte dann eben dieser Kranz aus Grün, der war ja meistens aus Zweigen, genau die gegenteilige Bedeutung wie der Siegeskranz aus Lorbeer. Vielmehr so, wie eben Jesus auch eine Dornenkrone tragen musste, als Verhöhnung. Nun, da dieses Wort in den letzten Wochen ja mehr als überstrapaziert wurde und immer noch wird, und das wird wahrscheinlich auch nicht nachlassen in Zukunft, habe ich mir gedacht, es ist ganz wichtig zu wissen, was dieses lateinische Wort überhaupt für eine Bedeutung hat. Und dann kannst du dir ja vielleicht deine eigenen Gedanken dazu machen, wenn du weißt, was das bedeutet. Ist schon interessant, finde ich. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich teile das mal ganz kurz mit. Aber jetzt wünsche ich dir erst einmal bis zum Video über das kollektive Feld weiterhin beste Gesundheit und von Herzen alles Gute.